ein alter Reportertraum von dir wird wahr. Du hast einen Interviewgast mit zwei Köpfen im Studio. Und zwar heißt der Mann Hennes Tethje. Ja, kommt doch in die Mitte. Hennes Tethje ist eine Person und dazu noch eine erstaunliche. Sie bestimmen nämlich jetzt sein Schicksal. Nennen Sie mir doch bitte ein Säugetier. Wahl! Wahl finde ich ganz tief. Das ist auch sehr süß. Wahl finde ich sehr, 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 sehr schön. Das bedeutet nämlich, dass Hennes Tethje als Kind ausgesetzt wurde und wurde von Walen großgezogen. Ne, Jana, wenn das mal kein schönes Interview-Thema ist. Nein, nein, das ist jetzt irgendwie doch falsch mit den Wahlen. Ihr wurdet beide von Samson großgezogen. Schizo Samson Returns. Dann wir lassen mal die Wahl. Nehmen mal die Wahle. Hennes Tethje, ihr antwortet bitte, ihr seid jetzt gemeinsam ja nur eine Person, ihr antwortet jetzt bitte abwechselnd immer nur mit einem Wort. Abwechselnd, ja? Okay. So bildet ihr eure Sätze. Also, Hennes Tethje, der von Wahlen großgezogene, liebe, liebe Gast, ich übergebe an dich, Johanna. Ja, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen bei Kann man das essen? Ihre Wissenssendung. Heute wieder wie immer ein faszinierender Gast. Wirklich beeindruckend, der Mann. Er heißt Hennes Tethje, aber stellen Sie sich doch besser mal selbst vor. Mein Name ist Hennes Tethje. Und ich komme aus dem Land der Wale. Ganz genau. Und man mag es ihm nicht sofort ansehen, aber dieser Mann ist nicht ganz normal groß geworden, sondern hat eine ganz besondere Geschichte und er ist heute hier, um sie mit uns zu teilen. Hennes. Ich wurde von Walen gefunden und dann haben die mich auch ganz lange behalten und mich dabei zur Veranschaulichung behalten und erzogen. Ja, das heißt, beginnt immer noch zum Essen, dann ins Meer? Oder wie haben wir uns das vorzustellen? Ich bin so flexibel, dass ich in Swimmingpools und Badewannen und Treteimern sowie in Toiletten durchaus Nahrung aufnehmen kann. Aber ich bin auch ein sehr guter Schwimmer. Wahrlich beeindruckend. Wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Jetzt haben Sie auch ein Buch über Ihre Erfahrung geschrieben und wir freuen uns, mit diesem Buchtitel uns verabschieden zu dürfen, der ja lautet Moby Dick 2. Das war mal Tanja. Laura Martin, Top 10 DSDS-Kandidatin bei ihrer ersten Herausforderung nach Polen. Da bleiben Sie doch dran, oder?